So, halli, hallo, hallöle. It's all about humanity. Brandvi erzählte von diesem Ort. Und dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen. Endlich haben wir unser Gehüpfe. Ist so, und da ist er schon. Hier sind wir gerade eben schon mal gewesen. Sei gegrüßt. Man sich entsinnen Was kann. Ist dir Hi. Passiert? Wer will das wissen? Ich. Eivor, vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch, doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Klingt nach einem Hinterhalt. Das, was war mit eurer Befestigung? Das tut mir leid zu hören. Ja. Sie tauchten mitten in der Stadt auf? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten. Das Lied von Soma. Das Lied von Eis und Feuer. Gut. Soma so gut. Summa summarum. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, dass ich euer Erz hier klau. Aber hier sieht es aus, als ob ihr das eh nicht braucht, ihr Löffel. Nehmen wir alles mit. Kann man immer brauchen. So, dann rufe ich jetzt auch gleich mein Langschiff heran, weil ich habe keine Lust zu schwimmen. Wofür sind wir schon, oh, ist das hier ein Boot? Ja, dann kann ich auch damit fahren, ne? Also wenn ich das benutzen kann, dann machen wir das. Ja, dann machen wir einen auf Bajek. Stechen in See und dann geht das los hier. Fluss folgen. Energie. Genau, leg ich mal auch nicht rein da. Dafür muss ich natürlich auch das Questziel auswählen. Ich glaube, das ist doch da. Nee. Okay, dann müsste er dann automatisch machen. Ja, ja, macht er. Da machen wir einen auf Bajek. Das finde ich total klasse. Das ist eine Wegführung. Und da merkt man den Unterschied zu The Witcher und jetzt einem neueren Spiel. Die Wegführung, die funktioniert. Klar gibt es da auch mal Macken und ein paar Pannen, aber es funktioniert. Ich sehe es schon, also brauche ich nichts ordnen, aber danke. Naja, aber jetzt bist du... Doch, ja, alles gut. Aber wir könnten trotzdem unser... Die werden sofort angreifen. Alter Mann, Wigmund verjagte diese Dänen wie eine Schafe. Soma kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Schade, dass wir überhaupt Gefangene nehmen mussten. Die werden gerade lang genug leben, um anderen als Warnung zu dienen. Lord Wigmunds Rache ist ebenso gewaltig wie schnell. Seht, es ist Morast, der Gott des Sumpfgases. Oh, Thor, ich opfere dir heute meine Ziege, also gewähre mir Glück in der morgigen Schlacht. Ja, ich messe die alle jetzt langsam nach und nach weg. Wie gesagt, bin ich großer Fan von. Was soll denn das? Komm mal her.
Keine Angst. Ich bin Arzt, ich weiß, was ich tue. Ja, das war jetzt ein Fehler. Ich habe falsche Taste gedrückt. Das war aber mein Verkacken. Ist Gott sei Dank immer nie so schlimm. Das Gras ist richtig hoch. Also hier die Binsen. Mega hoch. Die sehen nix. Das kriegen die Kollegen da auch nicht mit. Und das liegt einfach daran, dass sie dumm sind. Das fühlt sich immer ein bisschen unstimmig an, aber wie gut soll man das denn auch steuern und auch timen können? Also ich hoffe, dass ich ja irgendwann mal in der, oder dass das nicht nur ich logischerweise, sondern auch Kanix, also sprich meine Frau und ich, in der Situation sein werden, dass wir im Besitz der PS5 sein werden. Guter Gott, was soll die Aufregung? Und, dass dann zum Beispiel die Vegetationsdichte größer ist. Dass man wirklich das Gefühl hat, man ist versteckt. Was man momentan halt nicht. Also das Gefühl habe ich nicht, dass ich da jetzt versteckt bin. Sind alle tot oder was? Habe ich die echt alle schon gefistet? Kann ja nicht sein. Kriege ich nicht. Ah. Ja, der ist so weit weg für ein Heady. Ah, da hinten dackeln noch welche rum. Die haben gerade die Leiche gefunden. Oh, mach nix. Binde uns los. Schnell. Bei Todem soll ich holen. Vielen. Jetzt bezahlst du! Geduld, wartet auf eine Gelegenheit! Den Ball noch die Truhe mit plündern. Ja gut, komm, jetzt haben wir genug geschlägt. Jetzt gehen wir in den Kampf. Kann ich nicht mehr ausweichen, das ist das, was. Oh, das bin ich zu viel ausgewählt. Kopf ab! Hab mir ihre Kopf! Das ist halt so. Na, warum stehen diese fünf Peoples jetzt um ihn herum? Eigentlich nur, um mich zu distracten. Um mich da von abzuhalten, vernünftige Kills durchzuführen. So fühlt es sich an. Ist mit Sicherheit nicht richtig und auch mit Sicherheit nicht der Fall. Flieg, Feindin. Na, Mutti ist doch bestimmt abgehauen. Was ist das? Moin, Kroni! Ne, die sind ja in die Nebel oder in die Sümpfe geflohen. Das wurde ja gesagt. Oha, da ist was. Hier ist auf jeden Fall Erz. Markierung setze ich mir mal. Das kann man ja gut mitnehmen. Sie ist irgendwo im Sumpfgebiet.
Die sehen ja eher aus wie irgendwelche Muckis. So, dann flitzen wir mal in die Richtung. Was ist das? Ach, das ist wieder ein voller Baumstamm. Hoffentlich bleibe ich hier nicht im Sumpf stecken, du. Das wäre ja ganz schön scheiße, ne? Aber das hier sah gerade eben so ein bisschen wie ein Lager aus. Der sieht kaputt aus, ey. Hier war auf jeden Fall Erz. Das brauchen wir immer und ohne Ende. Oh, was bist du? Ein Fuchs. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Da, bleib stehen. Bleib stehen. Ja, ganz ruhig. Der schläft nur, dein Kollege. Naja, das ist mir zu weit weg. Dann verliere ich nachher den anderen. Die keine Tiere getötet haben und sie nicht wenigstens geledert haben. Hinten ist ja auf jeden Fall das Lager, die ich gerade befreit habe, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, ja. Ist ja gut. Kleiner Butschi. Nee, das ist ein anderes Lager. Ist auch sehr verlassen, die Hütte hier, ne? Warum liegt hier ein Schatz? Und das ist alles verlassen. Ich komme mir schon fast blöd vor, dass ich hier schön in Deckung durch die Gegend laufe und hier ist nichts. Eine heilige Kugel. Ja, endlich. Also das ist definitiv, muss ich ja hier unten hin. Online-Dienstfehler. Oh, herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei Ubisoft. Schwimmen wir mal wieder rüber. Wird ja, wenn dann doch irgendwo hier vorne. Vielleicht habe ich sie auch einfach nicht befreit. Oder die Alte ist tot. Was ich eigentlich mir nicht denken kann. Weil wenn die stark. Ja, oder sie ist tot, weil dann hat er natürlich die Möglichkeit, eher noch die Leute auf seine Seite zu zuzeln. Ne? Ganze Masse Tote. Sag nicht, die sitzt da im Boot. Ein Langschiff am Ufer. Ein dänisches. Das war ein gutes Langschiff. Eines Anführers würdig. Es muss Soma gehören. Ach Gottchen. Jetzt ist das Soma oder was? Ist eure Jarlskrone in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulaugen und im Nebel abzuhängen. Ah,
Also die Richtung, in die ich gelaufen war, ist korrekt gewesen. Aber ich hätte sie wahrscheinlich auch nie gefunden, wenn ich das jetzt nicht vorher einmal angelabert hätte. Also dackeln wir gen Osten. Schön, weißt du? Moin. Euch geht das gut hier? Also die hätten jetzt eure Leute abgeschlachtet, ne? Also nur so, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin jetzt ja nicht großkotzig oder sowas. Ihr seid noch kampftauglich. Ich will das ja auch nicht euch irgendwie unterstellen, dass ihr feige wart, aber ich würde sagen, ihr wart feige. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Oh, das Bein ist gebrochen. Sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in Engerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja, das war... In einem Monat jagst du wieder. Oder 2. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel, aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Starkes Frau. Eivor wollen paaren. Ich bin echt fertig, ne? Die haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst, aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Hans Wurst, mein Name. Eivor vom Rabenclan. Okay. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Sind wir dann Freunde? Kleinfingerschwur. Das klang blöde. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder alter Mann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte, nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Alderman Wigmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt, doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Ist bestimmt ein Tunnel. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Wir sind im Sumpf, da gibt es nicht so viele Wölfe. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Bis zum haben wir den nächsten freigeschaltet. Das große, verstreute Heer. Abgeschlossen. Und wieder 2 Fertigkeiten. Bam! Wenn das läuft, dann läuft's. Da habe ich, glaube ich, nicht genug für. 75 brauche ich, okay. Das ist natürlich die Frage, wie viel ich habe. Ja, das ist gut. Das bringt mich, glaube ich, mehr, wenn ich zwei Sachen, die ich noch erster Stufe habe, hochpumpe, als wenn ich einen
Wer weiß, wie hoch Pumpe. Zwei Widerstände leicht. Das ist für mich, denke ich, momentan wie für unwichtig. So. Jo, das ging in jene Richtung. Attentatsschaden finde ich wichtig. Kettenattentat auf jeden. Auf jeden. Und Adrenalinverbesserung ist auch auf jeden Fall gut. Das Raubtierbonus. Ja, ja, das kennen wir schon aus allen anderen Spielen. Dann hast du hier die weißen Fans. Die hat er jetzt, glaube ich, automatisch ausgewählt, weil das sozusagen die Folgequest wäre. Ja, entzünde die Leuchtfeuer. Zurzeit mit im Bund mit, ja. Okay, dann wir machen erstmal, dass wir das erste Bündnis fertig haben. Also das ist so das Grobziel, also das Feinziel. Grobziel ist natürlich der Weg dahin. Ich kletter einfach mal außen hoch. Vielleicht gibt es auch eine Leiter drin, das weiß ich nicht. Aber we will never find out. Oha. Brief an dich. Mir bleibt nicht viel Zeit. Höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Schöner Ausblick, Sonnenuntergang, funkelnde Sterne. Sollte nicht lange überdauern. Ich kenne Leute, die Angst haben, alleine zu sterben. Doch nun, da ich hier liege, ist mir klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Immerhin ist diese Reise eine, die wir alleine antreten. Nichts im Schlepptau und niemand. Leichtes Gepäck sozusagen. Und so überlasse ich dir, der du mich findest, den Schlüssel zu meinem Haus. In der Hoffnung, dass ich... dass das, was ich hinterlasse, neue Bedeutung finden möge. Also es ist im Grunde eine Schatzkiste, Schatztruhe, wie auch immer man das nennen soll. In The Witcher wäre das jetzt eine Schatzsuche. Renne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. So. Oh nein! Ui. Hau, hau, hau. Jetzt hat er sich wieder die Beine gebrochen. Nein, okay. 300. 315. 375. Also ist der am dichtesten dran. Da rutscht er einmal in den Schlick, ne? Mal gucken, ob wir hier noch ein paar Bären finden, die wir uns nebenbei noch in die Figur drücken können. Da werden irgendwelche Viecher hier durch die Gegend eiern, Schlangen, was weiß ich. Und sie sprach von Wölfen, also wird es hier Wölfe geben. Das ist schon mal so sicher. Oh. Ah! Ich weiß, was du gerade denkst. Und das wäre? Habe ich mich erschrocken. Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie ein einsamer Wolf. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Irgendwas ist hier. Ah, ich hab's doch gehört. Ich konnte ihn aber nicht fixieren. Verdammter Keiler. Oh, das Fleisch hat er gleich wie gegessen. Jemand, der gut allein zurückkommt. Wie ein einsamer Wolf. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur schwer. Ich hab dich freigelassen. Oh ja, gut. Komm, lass es mal weiter.
Dänen. Diese Krieger sind mehr als das. Eine Gruppe gefangener Dänen. Boah. Was ein ätzendes Bild. Scheiße. Ah ja, wunderschön. Ah, sowas mag ich. Sowas mag ich. Wenn du nicht über entdeckt wirst, die einfach wegfisten kannst, das ist so herrlich, ist das. Gut, das war jetzt ein Fan. Staub, elender Wurm. Danke. Viel Thema. Ist euch frei. Wir machen gerne. Nichts ausrichten ohne Wind in meinen Segeln. Jo, gerne. Wenn du so nett wärst. Hab ich. Ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach. Leuchtfeuer. Wir gehen sofort dorthin. Alle werden bereit sein. 104, 150, alles klar. Weiter im Text. Leaf ist ein sehr gewissenhafter Mann, nicht wahr? Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten. Und der Wolf hätte mich auch nicht angegriffen. Das habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten. Und er baut die besten Langschiffe, die ich kenne. Nur dank ihnen konnten wir lebend aus Granzerbrück entkommen. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Ich glaube, das ist Birners Langschiff. Schwer zu sagen, es ist so verkratzt und zerschlagen. Ja! Kämpft sie jetzt wie so eine Gaskranke? Was macht sie da? Lang wird es nicht mehr dauern. Ja, genau! Sprech nur aus! Love it. Das ist Birna, kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich sie erkennen. Das liebe ich ja sowas. Ah ja. Trotzdem noch keinen Plan, wo ich bin. So, Baby. Oh, Essen. Großartig. Alles klar, das sind denn Berserkerpilze oder was? Soma, ich wusste, dass ich da draußen einen Besen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht.
Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birna, ich habe ein Lager in der Nähe unter einem Leuchtfeuer. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Wir gehen jetzt zum Lager. Bis du wiederkommst, habe ich alle wieder auf Trab gebracht und wir singen dir ein Liedchen. Das ist nett. Ich habe euch aber gar nicht richtig zugehört. Das habe ich richtig gesehen, dass da irgendwas hier unterirdisch ist. Sieh mal nach, Sühnen. Okay, die beiden, die machen wir jetzt auch gleich noch schnell weg. Was ist da denn? Aber da ist auf jeden Fall unterirdisch was. Das wollen wir gleich nochmal genau eruieren. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass wir denen helfen können. Du stehst ein bisschen im Weg hier, Soma, ne? Meine Liebe. Oh, da hat er Glück gehabt, würde ich sagen. Hilfe! Zu Hilfe! Birna ist wie eine Weinrebe. Gebunden und unberechenbar. Dagegen ist... Gott, verleih mir Stärke! Ab mit seinem Arm! Birna ist wie eine Weinrebe. Gewund, unberechenbar. Das weiß ich zu schätzen. Dagegen ist Leaf ein Holzbalken, robust und geradlinig. Birna ist ein strategisches Genie und denkt immer weit voraus. Leaf kümmert sich um das, was direkt vor ihm liegt. Er ist ein Mann der Tat. Die beiden haben mir durch schwierige Zeiten geholfen. Menschen, die einem ehrlich widersprechen, sind so wichtig wie die eigene Familie. Stimmt. Brauchst du jemanden, der dich in Frage stellt? Du hast ja auch nicht zufällig irgendwie ein Loch im Boden gesehen, wo man da runterbubbeln könnte? Jetzt hier The Witcher wäre, dann würde ich hier jetzt mit einem A-Zeichen rumeiern. Mal lesen. Da ist eine Schlacht da drin, obwohl das war unglücklich, aber der hiesige Heer ist weiterhin treu, würde gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen. Die Soldaten sehnen sich nach deinen anregenden Reden und jugendlichen Feuer in der Schlacht und bitte triff mich in. Du bist hier recht, dass wir einen kleinen Schmieden zurückzuerobern, okay. Batz. Geh weg. Haus und Keller, ja, da ist kein Keller. Also, ich habe zumindest offensichtlich, also keinen offensichtlich hier gesehen. Und hier gegen die Wand wemsen bringt ja nur auch nichts, ne? Steht ja schon wieder der Nächste. Leute, wo kommt ihr alle her? Ist hier irgendwo ein Nest oder was? Bleibt mal liegen da. Ist ja schlimm.
Aber klettern können sie alle gut. Das ist schön. Aber das war auch in den anderen Spielen. Alle Leute konnten super klettern. Also das war jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für die Assassinen. Das konnte jeder dumme Templer. Naja gut, wir können wiederkommen. Du hast heute deine Tage, ich komme wieder, keine Frage. Merkwürdig. Das ist immer komisch. Ich finde sowas schade, wenn ich da nicht direkt... Hier ist schon wieder irgendein Eber unterwegs. Ja, auch merkwürdig, ne? Wird jetzt nicht mehr angezeigt. Also die Richtung ist richtig. Es kann aber auch sein, weil ich in so einer theoretischen Infight-Situation war. Bin. Das Lager hier. Jemanden eingekreist. Vorsicht ist geboten. Hinter seinen Fesseln, ihr dreckigen Aasfresser. Das habe ich nicht verdient. Haut ab, verschwindet. Na, ihr Hundis? Ups. Voll im Boden gehämmert, das Ding. Genickschüsse sind dann deutlich zielführender. Oh, danke. Oh, gut. Gibt's auch gleich noch ein bisschen Leder. Das ist der nächste. Hallo, mein Bester. Sie steht da unten, interessiert den Wolf auch nicht. Wäre dann auch schöner, wenn sie dann auch mit hoch käme. Okay, was würde ich da machen? Wahrscheinlich, wenn man da hochgegangen wäre, hätten sich die Wölfe unten hingestellt, hätte das Ding runtergeschossen und die wären mit einem Fallschuss im Arsch gewesen. Ich muss das mal plündern. So, dann belebe ich dich mal wieder. Ah, es geht dir wieder gut. Garnin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt, geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja. Und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Wir haben ein Lager in der Nähe. Ich bringe dich dorthin. Eivor, stoß zu uns, wenn du bereit bist. Amai. Das ist jetzt das Lager und dann wollen sie ja hier El City angreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich mich da auch gar nicht jetzt groß alleine auf die Socken machen muss. Ich kann jetzt auch einfach mal hier zurück zum Lager gehen, mich des Lebens freuen und vielleicht nochmal hier nach dem Schatz gucken. Weil, der ist ja hier direkt um die Ecke. Mal gucken, ob er da guckt. Ist das mein Langschiff? Nö. Nee. Oha.
Ja, das ist cool gemacht. Also von einem Wikinger sollte man ausgehen können, dass der wirklich schwimmen kann. Ne? Folgt der Seefahrer. Das, ich habe noch keinen so elegant schwimmen sehen wie ihn jetzt gerade. Das war wirklich allerfeinster Delfinstil. Aber allerfeinster. Der betet da ja irgendwie zu Prinz Pusch. War easy. Easy. Wir sollten wach bleiben. Dein Tod naht! Mal dein Schild runter. Du Scheißtyp, Alter. Der war ja noch dümmer als ich. Kopf ab. Ab mit seinem Kopf. So. Jetzt denke ich mal, geht's euch allen gut hier? Immer noch nicht. Aber, ne? Das Nächtle. Mon frère. Ein kleines Süppchen hier noch zu uns nehmen. Hier noch ein bisschen was kaputt. Beherbergt oder noch mit sich bringt, dann werde ich das wohl noch sehen. Ich glaube. Ah, ne, da ist noch was. Dort gibt es noch mehr. Da wollen wir auch alles haben jetzt, ne? Sitzt ihr da hinten die ganze Zeit und chillt, ey? Eure Freunde sind alle tot, ne? Und ihr sitzt hier am Feuer und kocht euch ein Süppchen? Thank you.
Er weiß auch nicht, was los ist. Beim Teutates. Der Himmel auf dem Kopf fällt. So, komm mal hinter dem Baum vor. So viel Zeit muss sein. Musst du jetzt genau hinter dem Baum stehen? Was bist du denn für ein Arsch? Setz dich mal wieder hin. Deine Suppe brennt ab. Depp. Das sind 500 ein paar kaputte. Also hier sollte eigentlich noch was sein. Tinger nochmal rüber. Ungealte zerbrochene Rüstung. Immer gern gesehen. Die haben nichts zu essen. Nichts zu plündern, nichts zu looten. 250 Meter. Das Kabuff ist echt durch. Ne, da oben. Ha. Sehr schön. Ja. Wundervoll. Wunderschön. Das ist schön. So. Nehmen wir mal auf das Ding. Fantastisch. Ich freue mich. So, einmal ins Inventar reingeschnuppert. Jetzt gibt's neue Höske. Jägerhose. Fantastisch. Die ist richtig schön. Wenn du Gegner aus über 20 Metern triffst, wird Fernkampfschaden erhöht. Gut, das ist ja etwas, was ich nicht mache. Das ist die Rabenclan-Hose. Das ist von dem... vom Crit-Bonus, den es beim vollen Set gibt, eigentlich meiner Meinung nach tatsächlich die Klamotten, die für den Assassinen am besten geeignet sind. Würde ich so sehen. Mag mich irren. Würde auch zu meinem Namen passen. Mag. Aber ich glaube, da liege ich ziemlich richtig. Schlüssel Mitteltun. Schlüssel für eine Tür in Mitteltun. Nee. Welt, bitte. Danke. Kloster. Mitteltun, das ist hier. Okay, also da, wo Soma auf mich wartet, da habe ich auch irgendwo einen Schlüssel für ein Türchen. Gut, dann dackeln wir da hin. Was hat er hier fotografiert? Achso, haben wir schon gesehen. Können wir mal ein Like für kriegen. Gebrochenes Herz? Nee. Like! Schnitzelfritte? Schnitzelfritte. Sehr ordentlich. Schönes Foto. Kann man machen. Gut. Dann wollen wir in die Richtung aufbrechen. Achso, ich habe doch noch eine Waffe gekriegt, glaube ich, ne? Ach nee, das waren tatsächlich nur die Schuhe, glaube ich. Die es an Reichtum gab. Ein reichtümliche. Das ist gut. Das kann man machen. Da haben wir schon auf 30. Auf 3. Also 120, 50. Das werden jetzt auch 120, 50 sein. Und dann gibt es natürlich die nächste Stufe. Aber die nächste Stufe kriege ich sowieso erst gepimpt. Über hier Kupfernickelbarren. Jo. Die guten Kupfernickelbarren. Ha. So, lauf! Moderndes Gerippe. Mal hier Beine. Ja, während wir tingeln, kann ich schön hier über durch Englalalalaland braten.
Mich hätte jetzt dann wirklich tatsächlich interessiert, was passiert wäre, diesen Wolf, den ich befreit habe, wenn der nicht irgendwie völlig geistes... Oha, schon wieder ein Eber. Na, 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 rasende Wildsau. Ja, da guckst du blöd, ne? Deine Kollegen haben ja auch schon die ganze Zeit versucht. Finde ich nicht gut. So. Ausweichen wollen wir nicht. Wieder ausschließen. So. Hallo. Vorräte. Sehr schön. Nahrung ist wie immer voll. Sonst gibt's hier nichts. Gesehen, gekauft. Danke. Weiter im Text. Scheiße. Da habe ich den Finger gerade nicht auf dem Testchen gehabt. Und schon schwuppdiwupp Kartoffelsuppe. Geht das synchron, ne? Bitte tun. Moin. So. Ich bin da. Mir will los. Habt ihr mein Luftboot eingepackt? So. Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Das ist gut. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Du hast sie doch gerettet. Sie werden dankbar sein, dass du sie gerettet hast. Ich wäre dankbar. Wir wollen ja ein Bündnis mit ihr. Bringt ja nichts, wenn wir... Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind. Trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskona. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ach so, jetzt kommen wir nochmal wieder. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Was mit dir? Ah, schon wieder so fäkelt. So, jetzt kommen wir nochmal wieder zu einem Punkt nutzloses Wissen. Wobei, so nutzlos ist das gar nicht. Er sagt ja die ganze Zeit... Jarlskerre oder Jarlskrone. Der Jarl ist der Häuptling, das ist, denke ich mal, jedem klar. Und Krone ist dänische Bezeichnung für Ehefrau. Anscheinend sind noch mehr von Somas Soldaten. Das heißt also, sozusagen die Ehefrau des Häuptlings. Das war wieder so. Und wäre jetzt zum Beispiel Min Kerste, das wäre meine Geliebte, meine Liebste. So unnütz ist das Wissen jetzt eigentlich doch gar nicht. Sturzabfangen fände ich jetzt eigentlich mal ganz geil, ne? Das wäre echt mal eine ganz geschmeidige Nummer. Attentatsschaden ist allerdings auch eine schöne geschmeidige Nummer. Das ist Nahkampfschaden. Oder Fernkampfschaden und eine Adrenalinverbesserung. Gibt es ein Adrenalinfeld mehr? Das bedeutet, man kann diese Wurfäxte zweimal hintereinander ausführen. Ich glaube, das machen wir erstmal. Dass wir da ein bisschen mehr Druck reinkriegen in die Nummer. Meuchlerlist. Ja, okay, das ist dieses Rauchbomben. Hat in den anderen Teilen nie wirklich gut funktioniert. Bei mir nicht. Ne? Muss ich dazu sagen. Hat bei mir nicht gut funktioniert.
So, dann wollen wir erstmal mit den Hunden hier reden. Lee, hallo. Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drenga zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Drängel heißt Junge. Garlin, hab ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, der unbändige Kämpfer. Oder der ewige Krieger. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Die Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Wenn er so bereit war, dann frage ich mich, warum er nicht unten war und gekämpft hat. Wie ein echter Mann. Nee, will ich nicht. Du bist Birner. Hier schnacken. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was war. Dem Überfall, eure Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Du was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birner. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Kleines Ferkelchen. Du kleines, kleines Ferkelchen. Ich weiß genau, was du meinst. Hab dasselbe gedacht. Wie ein Käste. So. Ich bin bereit. Ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee, bevor es jetzt losgeht. Bin gleich wieder da. Ich hau einmal ganz kurz Werbung rein. Dann sehen wir uns gleich wieder für die nächste Runde. Wieder da, dann. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Okay. Okay. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Was ist er für ein Affe, Alter? Soll sich verpissen. Ach, ich laufe immer ans falsche Ende durch. Sollte mal darauf achten, wo das Ruder ist, verdammt. Ja, der Dänischkurs hat was gebracht, genau. Segel hin! So, dann auch zum Questziel. Das ist schön. Man kann sich wirklich mal zurücklehnen und mal einfach laufen lassen, ne? Sieh nur, das gefällt mir. Mal kurz auf die Karte gucken. Ach, da unten fahren sie hin, ja.
gefährlich. Ja, dann segel halt nicht. Ruder doch. Leg den Mann. Wo fährt er denn jetzt eigentlich hin, du? Ne? Er sollte doch da vorne hin. Segel hoch! Segel hoch! Hey du, was machst du da? Das war jetzt albern. Das ist ein Thema, man kann sich zurücklehnen. Ne? So hart kann man sich dann doch nicht zurücklehnen. Es bleibt ja an den Riemen, Leute. Wenn ihr das nicht auf die Kette kriegt, müsst ihr halt die extra auf Tour drehen. Hier. Hey, wir können wir nicht segeln. Das ist doch nicht nötig. Das muss kurz.